Ah! Ja, Leute, Naschi-Birnen. Die werde ich heute verwenden, um Moinkballs zu füllen. Also mit Naschi-Birne gefüllte Moinkballs. Und ihr habt sie gesehen, aus dem eigenen Garten. Gehen wir vor ans Brett und dann können wir auch schon loslegen. Attacke! Tja, Freunde, das ist halt wieder so ein schnelles Essen nach der Arbeit, was ich mache. Was haben wir alles noch? Australisches Rinderhack. Das ist noch von meiner letzten Bestellung von My Steak Shop übrig. Sehr geiles Rahackfleisch. 500 Gramm an Bacon. Dann habe ich ja hier noch einen Mozzarella übrigen, geriebenen. Den verwenden wir auch mit. Würzen tue ich das Hackfleisch mit dem Ofer. Das ist momentan einer meiner Lieblingsraps, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, und natürlich unsere Naschi-Birnen. Dann werde ich jetzt einmal den Rapp mit dem Hackfleisch mischen und alles andere soweit vorbereiten. Und zur Naschi-Birne sehen wir uns dann auch gleich wieder dazu. Ihr wisst ja, Moinkballs aus dem Oink in den Mu. Und deswegen nehmen wir hier eben ein reines Rinderhack. Sonst wären es ja keine richtigen Moinkballs. Entsprechend mit dem Rub vermischen. Ja, ich weiß, eigentlich schon fast zu schade, dieses geile Hackfleisch dafür zu verwenden, aber ja, ich will halt wirklich was Feines machen heute wieder. Und das war's dann schon an Gewürz. Mehr brauchen wir da nicht. Dann formen wir uns gleich einmal so schöne Hackbällchen. Und wie viel werden wir da rauskriegen aus 500 Gramm? Keine Ahnung. Probieren wir jetzt einfach mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück in verschiedenen Größen. So, dann schauen wir mal unsere Naschi-Birnen an. Also ihr habt es ja gesehen, die sind frisch vom Baum. Baum ist nicht gespritzt. Ein bisschen Kerngehäuse ist doch drin. Kann man an und für sich mitessen. Aber ich sag's euch, das ist mal richtig geil, wenn man hinten am Schrauben ist und in der Nacht rausgeht und sich da so eine Naschi-Birne in den Hals reinsteckt. Das kommt dann mal richtig gut. Also ich kann jeden bloß entfernen, sich einen Naschi-Baum zu holen. Ja, und selber Naschis anzupflanzen. So, wie viel haben wir gesagt? 6 Stück braucht man. Ich will hier halbwegs 6 schöne Stücke haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Und die restliche? Lecker. Da steuere ich mir jetzt auch bloß etwas nebenhin. Viel brauchen wir ja davon nicht. Da könnte man sogar einen Feta oder sonst irgendeinen Käse nehmen. Je nachdem, wer was halt haben will. Das war, glaube ich, ein großer. Birne rein. Noch mal ein klein bisschen Käse drüber. Und zumachen. Ne, gesehen? Wunderbar.
Und so mache ich jetzt die anderen 5 noch fertig. Und dann sehen wir uns auch schon mit dem Bacon wieder. Und dann alle 6 gefüllt. Dann fangen wir die an einzurollen. Schauen wir mal, ob da 2 Streifen reichen pro Bällchen. Vernünftig zu ist. Ach, ich glaube, dann nehmen wir 3 Streifen. Komm, was soll der Geiz? So. Der wohl weltweit erste Moinkball mit einer Naschi-Birnenfüllung. Gut, ich mache jetzt alles soweit bereit und dann zeige ich es euch noch ganz kurz, bevor wir nachher rausgehen. So Freunde, hier sind diese 6 Moinkballs mit Naschi-Birnenfüllung. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich die Idee meinem Schatz unterbreitet habe, hat sie etwas mit der Nase gerümpft und ja, jetzt gucken wir mal, wenn sie fertig sind, wie sie schmecken. Und natürlich bin ich gespannt, was es dazu gibt, weil Schatz wollte nicht schon wieder Pommes haben und er hat gesagt, sie bringt vom Einkaufen irgendwas mit, was wir dazu essen werden. Also gehe ich jetzt raus und heiz den Grill an. Dann kommt die Moinkballs drauf nachher und alles weitere erst einmal draußen. Und ich freue mich schon so. Ich denke mal, die sind lecker. Okay, wir sehen uns dann draußen. Ich habe heute mal wieder diese Shots vom Barbecue verwendet. Die machen auch eine schöne Hitze. Und gerade eben kam mein Schatz und hat mich gefragt, mit was ich gefüllt habe. Und dann kam die Idee, dass diese mit der Naschi-Birne noch zusätzlich mit Preiselbeeren gefüllt hätte. Verdammt, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Also soll es jemand nachmachen, bitte mit Preiselbeeren probieren und mir dann Bescheid geben, ob es lecker war. Ach, im Übrigen, was da gerade so geraucht hat, es sind weder die Kohlen noch die Anzünder. Ja, vielleicht erinnert sich einer das letzte Mal, was ich gesagt habe. Im letzten Video mit der Weberkugel. Ich hätte sie ausdampfen sollen. Wollen. Naja, jetzt muss das Zeug halt so verdampfen. Tada, es ist soweit. Die Moinkballs können draufgelegt werden. Die platzieren wir hier jetzt in direkter Sicht zur Kohle. Und dann werden wir sie hin und wieder mal umdrehen, bis sie richtig schön knusprig sind. Und dann werden sie auch schon gut sein. Ja Leute, was soll ich sagen? Deckel zu, grillen. So Leute, ungeduldig wie ich bin. Und wieder alles ins Gesicht. Schmeißen wir jetzt die Dinger einfach einmal noch direkt auf die Hitze drauf. Ja, von unten haben sie schon ein bisschen was abgekriegt. Sehr geil. So. Und ich denke, jetzt geht was vorwärts. So Leute, nebenbei hänge ich am Telefon, boah, und der Rauch kommt mir wieder voll ins Gesicht. Und wir sehen, ja, die Dinger sind eigentlich so gut wie fertig. Boah, sehen die nicht geil aus. Ralf Dieter, möchtest du auch mal wieder ins Video kommen? Moment. Ich mache hier jetzt auf Lautsprecher. Und dann kannst du jetzt meinen Zuschauern was sagen.
Ja, also auf jeden Fall denke ich mal, dass die Dinger ganz lecker werden werden. Nur leider kann ich sie jetzt nicht sehen. Ich kann sie nur hören. Ja. Aber sie hören sich schon mal sehr gut an. Ja, Leute, auch sowas kann bei mir ins Video kommen, wenn ich gerade am Telefonieren bin. Also ich denke, in 2-3 Minuten sind wir fertig. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, so 20-25 Minuten waren das alleweil, wo die draufgelegen sind. Und ich denke, die sollten fertig sein, die sollten durch sein. Ich soll es vielleicht nochmal Kerntemperatur messen. Mache ich gleich noch beim Reingehen. Aber ich würde sagen, geil sind sie geworden. Gut, gehen wir rein, tun wir essen. Ein bisschen ganz einfaches, normales Gemüse dazu. Und dann machen wir hier mal einen Mittelschnitt. Ja, so sieht's aus. Und dann kommt natürlich noch das obligatorische Probiererle. Oh je, Leute, ich krieg gerade schon wieder Schimpfe, weil ich die Naschis nicht geschält habe. Ja, ich bin's gewohnt, die Naschis mit Schale zu essen. Schatz sagt, ihr hättet ohne Schale, wäre es ihr lieber gewesen. Naja, haben wir schon das erste. Aber geschmacklich, schauen wir jetzt mal. So, einen kompletten Happen mit Naschi innen drin. Nicht gar nicht mal so schlecht, also richtig geil. Ich weiß, mein Schatz, also ich finde es richtig gut. Also Leute, wenn ich immer sage, finde ich gar nicht mal so schlecht, dann meine ich eigentlich, dass es spitzenmäßig ist. Ist eine, ja, Redensangewohnheit, sagen wir mal so. Ja, und halt ganz einfaches Gemüse dazu. Ja. Einfaches, schnelles nach Feierabendessen. Aber richtig geil. Schatz, wie schmeckt es dir? Dann machen wir gleich das Fazit fertig. Lecker. Ist lecker? Noch besser wäre es gewesen. Mit Naschi ohne Schale und vielleicht noch ein paar Preiselbeeren mit. Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Haben ja noch genügend Naschi-Beeren. Okay, Leute. Tipps hat es gegeben, wie man es besser machen kann. Oder auch anders. Und ich verabschiede mich aus diesem Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.